Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder ein Haarvideo für euch. Okay, fangen wir an. Genau, und zwar handelt es sich darum, ich habe etwas zugeschickt bekommen, und zwar ein kleines Paket von Donalove Hair. Ich war selber total überrascht. Habe schon ein bisschen geirrt gefühlt, weil ich kenne Donalove Hair von anderen YouTubern, die ich selber gerne schaue, und die haben auch schon oft mit denen kooperiert, wie zum Beispiel Verena Schizophrenia, die ja jetzt Verena Marie New heißt, damals riesengroßes Vorbild für mich. Daher weiß ich, dass Donalove Hair Perücken, Extensions and so on machen, und als sie mich angeschrieben hatten, habe ich natürlich gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Würde ich mal was von euch austesten. Und daher haben die mir ihr erstes Paket für mich geschickt. Yay! Und ich bin auch schon ganz gespannt. Ich habe es noch nicht ausgepackt, also ich weiß, was drin ist, weil ich es mir ausgesucht habe. Aber ich habe es noch nicht ausgepackt, das wollte ich jetzt live mit euch austesten. Wenn irgendjemand die Chance hat, sich eine Perücke zu kaufen oder sich zuschicken zu lassen, dann nehmen die meisten natürlich eine mit bunten Haaren. Ja, aber ich habe seit einem gefühlten Jahrzehnt bunte Haare. Deswegen habe ich tatsächlich mir eine braune Perücke ausgesucht. Und das ist halt das Spannende, weil ich keine Ahnung habe. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wie ich braunen Haaren aussehe. Meine Naturhaarfarbe ist braun, aber ich weiß halt einfach nicht mehr, wie es an mir aussieht. Ich weiß nur noch, wie es an meinem jüngeren Ich aussieht, aber ich weiß halt nicht, wie es jetzt an mir aussehen würde. Keine Ahnung, deswegen bin ich so gespannt. Übrigens, weil es farblich dazu passt, mein Weihnachtsgeschenk an mich. Ich habe mir einen Tamagotchi gekauft. Es ist so wunderschön. Schaut es euch doch an. Es ist so wunderschön. Ja, es hat geschissen, aber schaut euch doch mal diese Tamagotchi-Schale an. Ich bin so verliebt. Packen wir doch mal das hübsche Paket von Donalove Hair aus. Wenn wir es einmal öffnen, finden wir auch schon den Inhalt. Die haben ja ein Tangle-Teaser mit. Das ist ja cool. Die haben einen Tangle-Teaser mit rein. Also kein Original-Tangle-Teaser, sondern einen mit Donalove Hair. Ist ein bisschen verblichen, die Schrift. Ah, aber der ist cool. Der liegt so richtig schön in der Hand so. Ja, der ist bestimmt sehr, sehr schonend für die Haare. Logisch, ist ja auch eine Perücke, die sollte jetzt nicht unbedingt gleich in ihre Einzelteile zerpflückt werden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera seht, aber die Bürsten sind unterschiedlich lang. Die sind immer so abwechselnd, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Genau, und zwar ist es eine Frontlace-Perücke. Ich habe mir noch nie so eine Perücke aufgesetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht es nicht irgendwie mit so, was nimmt man denn dafür? Hautkleber? Dass man das dann so hier mit seiner Stirn verbindet? Aber man schneidet das ja erstmal ab, also beziehungsweise man schneidet das erstmal zu und dann macht man das doch mit irgendeinem Kleber. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so eine Perücke noch nie aufgesetzt. Ich habe zwei so Billigperücken, aber die sind halt auch synthetisch, aber da ist halt nicht so nett dran. Heißt, man sieht halt, dass die fake sind. Eine Perückenkappe, ein Haarnetz ist auch dabei. Und hier haben wir die Perücke. Ich habe eine genommen, wo oben so ein bisschen dunkleres Braun ist und unten dann so Ombre, so ein schönes Kastanien-Haselnuss-Irgendwas-Braun. Und ich wollte halt extra eine, die nicht so lang ist. Okay, auf dem Bild sah die nicht so lang aus. Oh, und die Locken fand ich auch so geil. Genau deswegen habe ich die mir ausgesucht. Oh mein Gott. Guckt die euch bitte mal an. Das ist so ein wunderschönes Braun. Und diese kleinen Highlights hier. Und diese wundervollen, separierten Korkenzieherlocken. Ich liebe es. Wunderschön, meine Damen und Herren, wunderschön. Und hier sieht man am Ansatz halt wirklich gut, dass das halt so einen natürlichen Ansatz darstellen soll. Das Netz ist halt ziemlich heftig, deswegen schätze ich, dass ich das dann abschneiden muss. Oh, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Es ist 15.16 Uhr, ich muss ganz kurz das Mittagessen für meinen Freund in die Mikrowelle tun, weil das sind Ausraste, wenn er nach Hause kommt von Arbeit und kein warmes Essen auf dem Tisch steht. Ich hätte ja heute eigentlich auch arbeiten gemusst, aber irgendwer von der Deutschen Bahn streikt ja wieder. Deswegen wurde mein freier Tag auf heute verlegt. Schön, wenn man auf dem Kaff wohnt und nicht auf Arbeit kommt, weil die Bahn streikt. Klasse. Okay, dann probiere ich es mal. Ich werde erstmal versuchen, meine Haare so ein bisschen hinterzuflechten.
dass die halt nicht stören. Beziehungsweise, dass sie so eng am Kopf anliegen, wie ich es gerade hinkriege. So, ich habe mir jetzt fix einen französischen Zopf geflochten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Muss ja auch gar nicht ordentlich sein. Denn jetzt kommt eh... Süß. Das, die Wig Cap drüber. Ist sogar eine kleine Anleitung. Voll niedlich. Mm. Riecht nach China-Industrie. Geil. Da ich mir jetzt einen Zopf gemacht habe, kann ich ihn ganz einfach hochlegen und das ist erledigt. Da brauche ich mir jetzt gar keine weiteren Gedanken drüber machen. Die ist aber auch so schön weich und ich denke schon, dass es ziemlich gute Qualität ist, weil ich habe ja zwei Billigperücken. Eine von Amazon, die ich hier für meinen NYX Face Awards Videos genommen habe. Und eine von kostüme.com, die ich für das Schneewittchen-Video bekommen habe. Und bei beiden merkt man halt, es sind auch synthetische Perücken, aber man merkt halt, man fährt durch. Und man hat halt sofort die halbe Perücke in den Fingern. Die Haare fallen halt extrem schnell aus und das ist hier halt nicht der Fall. Und die Locken springen auch schön zurück in ihre Form, heißt, sie wird ein langer halten bleiben. Ich kann euch die Perücke gerne mal als Link in die Beschreibung. Ich hab noch einen Rabattcode für euch, fällt mir gerade ein. Ich blende euch den Rabattcode hier ein. Ich habe gerade vergessen, wie viel Prozent es da gab. Ich glaube 15% oder 10, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Am Inneren der Perücke ist hier so ein Netz. Und das kann man sich hinten, glaube ich, in diese Wig Cap reinstecken. Und hier sind auch solche kleinen Haken. Und die kann man dann, denke ich, hier reinstecken, um die Perücke an seinen Kopf anzupassen. Seht ihr also auch für einen Perückenunwissenden, einen Perückennichtkenner wie für mich, ist schon ein bisschen ersichtlich, wie man das halt aufsetzt. So, dann stecke ich das so rein in meinen Nacken. Dann rutscht die mir nämlich auch nicht nach vorne über den Kopf. Oh, krass. Ist halt nur doof, dass mein eigener Ansatz halt so durch dieses Netz durchschimmert. Ich liebe diesen Ansatz, der ist so richtig schön. Das sieht voll natürlich aus und so herzförmig, die sind niedlich. Oh krass, das ist ein ungewohnter Anblick, Leute. Mein toller Gott, ich hab Post bekommen. Sitzt die jetzt einigermaßen? Die rutscht halt immer wieder hinter. Mein Schädel ist wahrscheinlich einfach viel zu groß. Okay, ich versuche jetzt einfach mal dieses Dingens abzumachen. So, ich habe mir jetzt eine Nagelschere geholt. Jetzt ist aber die nächste Frage. Das schneidet man doch nicht ab, wenn es auf dem Kopf ist, oder? Ach, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich schneide das jetzt mit der Nagelschere einfach mal so gut wie es geht ab. Und dann schalte ich euch wieder ein. 20 Minuten später. So, ich gehe mal davon aus, dass man das nicht irgendwie klebt, weil ich habe nirgendwo jetzt gesehen, dass man es irgendwie klebt. Ich habe das mal gesehen, dass es vielleicht besser hält oder so, keine Ahnung. Ich habe das jetzt so kurz wie es geht abgeschnitten. Ich habe noch ein paar Millimeter Platz gelassen zur Haarlinie, dass ich halt nicht aus Versehen irgendwas wegschneide und der Ansatz dann hinüber ist. So, dann versuchen wir es gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob das dieser herzförmige Ansatz ist, der irgendwie ein bisschen zu weit vorne ist. Ja, so, das sieht schon eher aus wie ich. Das ist ja extremst ungewohnt, aber richtig extremst. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich mit braunen Haaren. Ich glaube, an den Anblick muss ich mich gewöhnen. Obwohl ich halt schon echt mal wieder Bock hätte auf eine natürliche Haarfarbe. Deswegen habe ich halt mir auch diese braune Perücke gewünscht. Weil das halt mal wieder was Natürliches ist und ich hatte halt schon seit Ewigkeiten keine natürliche Haarfarbe. Aber halt auch dieser herzförmige Ansatz halt, das habe ich halt, glaube ich, noch nie gehabt. Ich habe immer eine ziemlich hohe Stirn gehabt, aber halt auch nie. So einen vollen Ansatz hatte ich noch nie. Ich habe immer so ein bisschen lichten Ansatz. Das könnte man tatsächlich doch auch mal im Alltag tragen, wenn es nicht gerade Hochsommer ist. Schön. Es ist sehr ungewohnt, aber ich liebe es. Ich finde die Farbe echt schön. Vor allem dieses Karamellige. Aber naja, dann weiß ich ja, was ich mal machen lasse, wenn ich Bock wieder auf Natürlichkeit habe. Meine bunte Haare will ich noch nicht hinfortschicken. Aber ist doch mal eine schöne Abwechslung. Wow, aber dass die so lang ist, hätte ich nicht gedacht. Krass, ey. Richtig krass.
Finde ich cool. Ja, also so wie ich es bisher rausgefüllt habe, richtig, richtig tolle Qualität, tolle Farbe, tolle Machart, tolle Locken. Es sieht relativ natürlich aus sogar. Für eine synthetische Perücke ist das echt Hammer. Und ich konnte sie auch ohne weitere größere Probleme aufsetzen, obwohl ich mich gar nicht mit Perücken auskenne, also so null. Und deswegen gibt es davon für mich, von mir, für euch eine glatte 1+. Ich blende euch hier nochmal den Rabattcode ein. Verlinke euch die Perücke und den Shop von Donna Daphair auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Guckt da gerne mal vorbei, vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Auf jeden Fall könnt ihr ja schon mal ein bisschen sparen mit meinem Rabattcode. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal noch eine schöne Zeit. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch diese Haarfarbe mir auch gefällt, nicht nur bunt. Und auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Perücke findet, wie ihr diese Haarfarbe findet. Habt ihr schon mal bei Donna Daphair bestellt? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!